Mein Name ist Sebastian Oberbeck und ich bin 33 Jahre alt. Am Tauchen gefällt mir gut, dass man dort abschalten kann, dass dort Ruhe ist, man gleitet dahin und kann einfach sich entspannen und genießen. Ich bin Humanbiologe und arbeite hier an der Uniklinik Köln im Bereich der Leukämieforschung. Nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung als medizinisch-technischer Laborassistent gemacht und habe dann 2 Jahre in der Tumorgenetik gearbeitet und habe mich dann aber entschieden zu studieren und habe dann erst den Bachelor und dann den Master im Bereich der Humanbiologie gemacht und bin dann für die Masterarbeit auch an die Uniklinik Köln gegangen und bin dann hier geblieben für die Doktorarbeit. Die Reputation der Uniklinik Köln war mir durchaus wichtig, insbesondere in der Leukämieforschung, da hier Professor Halleck und die gesamte Innere mit 1 deutschlandweit, wenn nicht sogar europaweit, einen hohen Stellenwert hat und super Arbeit leistet. Dadurch habe ich mich auch entschieden, hier ein Teil des Teams sein zu wollen. Von der methodischen und Geräteseite her sind wir hier auf dem Campus super ausgestattet. Wir haben viele Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten können, dass wir neue Methoden erlernen können. Und selbst wenn gewisse Methoden, die wir gerne verwenden möchten, nicht auf dem Campus anwendbar sind, gibt es immer die Möglichkeit, dass man in Interaktion mit anderen Gruppen auch außerhalb des Klinikums treten kann. Für die Zeit nach meiner Doktorarbeit könnte ich mir durchaus vorstellen, an der Uniklinik zu bleiben, in dem Bereich der Forschung, was aber auch eine Möglichkeit wäre, dass ich wieder in die Diagnostik wechsle und insbesondere hier dann in der Krebsdiagnostik arbeite. Neben Doktorand bin ich auch zweifacher Familienvater und die Verknüpfung und Verbindung von Beruf und Familie ist nicht immer einfach. Ich kann mich aber durchaus glücklich schätzen, dass das bei uns in der Arbeitsgruppe sehr gut funktioniert, dass man also auch notwendige Freiräume für das familiäre Leben bekommt. An der Stadt Köln finde ich besonders gut, dass wir eine Metropole sind, aber dass auch innerstädtisch die Sportmöglichkeiten bestehen, über den Grüngürtel zum Beispiel, aber auch, dass ich meinem Hobby halt bestens nachgehen kann, am Rand von Köln in den anliegenden Seen oder eben dort auch anderweitig abschalten kann, wie Laufen gehen oder Radfahren.